Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Video und zu dem letzten wahrscheinlich auch noch auf diesem Kanal von mir. Es geht nicht nur um FIFA 18, sondern auch um andere Karrieren, aber trotzdem, mal sehen, was in FIFA 19 so möglich sein wird. Entschuldigt, wenn das irgendwie jetzt hier noch ein bisschen komisch klingt, weil ich bin da echt nicht mehr geübt drin, wie man so in YouTube-Videos spricht. Ich versuche das auf jeden Fall dann demnächst wieder hinzubekommen. Erwarten werden euch zu FIFA 19 zum Großteil einfach Karrieremodi, aber nicht in der normalen Form. Denn jetzt komme ich auch zum Thema, worum es in diesem Video hier überhaupt gehen soll. Und zwar geht es darum, wie man den FIFA 18 Karrieremodus zu einem besseren macht. Beziehungsweise wie man wieder Spaß daran findet, denn seit ungefähr 3 Jahren ist der FIFA Karrieremodus immer der gleiche geblieben. Und ja, ich werde im Folgenden euch erklären, wie genau das geht. Denn die paar Neuerungen, die im letzten Jahr dazugekommen sind mit den Zwischensequenzen und so, sind zwar ganz cool, aber die reichen einem ja, Karrieremodus-Fan wie mir zum Beispiel nicht aus und sind auf Dauer nicht mehr so toll. Wie also bringt man wieder etwas mehr Liebe in den Karrieremodus? Ich zeige euch das anhand meiner Karriere mit Nottingham Forest. Ach ja, bevor ich anfange, nochmal, das Ganze geht zum Großteil nur auf dem PC. Das heißt, für PS4-Spieler ist das hier kein Video. Ein paar Sachen kann man auf der PS4 auch machen, die einem das ein bisschen cooler machen, aber der Großteil geht nur auf dem PC. Dafür hat man auf dem PC dann aber noch coolere Möglichkeiten, wie ich finde. Also, kleines Throwback in meiner Karriere mit dem englischen Zweitligisten. Ich habe die Karriere ursprünglich als Let's Play angefangen, deswegen habe ich davon so viel aufgenommen. Also quasi komplette erste Saison habe ich aufgenommen, wurde aber nie auf YouTube veröffentlicht, weil FIFA 19 dann schon fast soweit war, beziehungsweise die Promo-Phase hat begonnen. Da dachte ich, jetzt brauche ich auch keine Karriere mehr auf YouTube hochladen und ja. Ich habe die ganze Karriere schon mit einer anderen Herangehensweise begonnen. Und zwar dachte ich mir bei den Transfers vorher schon, ich möchte keine Standard-Transfers tätigen. Ich wollte am Ende der Karriere also weder Kylian Mbappé noch Kai Havertz oder sonstige in meinem Team haben. Wo wir schon zu dem ersten Punkt kommen, der den Karrieremodus meiner Meinung nach ein bisschen kaputt macht. Und zwar das Potenzial. Also es ist klar, dass ein Kylian Mbappé oder Kai Havertz irgendwann wahrscheinlich Weltklasse-Spieler werden, besonders Mbappé. Aber ich finde, da fehlt so ein bisschen die Variation so. Ich meine, jeder, der eine Karriere startet, kommt irgendwann zu diesem Punkt, wo man in der Champions League spielt, die vielleicht sogar schon gewonnen hat, unglaublich viel Geld hat und dann denkt man sich, oh ja, der Kylian Mbappé, der hat eine 93, Gabriel Jesus, der hat eine 92 und sowas. Und so passiert immer wieder das Gleiche in den Karrieren. Das heißt, man hat immer wieder die gleichen Spieler in seinem Kader und das finde ich auf Dauer irgendwie scheiße. Auf die Idee, wie ich das Ganze umgehen kann, bin ich aber erst ein bisschen später gekommen. Also da hatte ich am Anfang der Karriere noch keine Ideen für. Aber ja, ich zeige euch das Ganze an dem Beispiel Václav Kadlec. Den Tschechen habe ich damals gekauft in der Wintertransferperiode. Der war früher mal bei Frankfurt, wurde relativ ja, als Talent gehandelt. Hat den Durchbruch nicht geschafft, aber da habe ich den damals in FIFA 14, 15 kennengelernt. Da hat er mega gut bei mir gespielt und dann dachte ich mir bei der Nottingham-Karriere einfach mal, ja komm, kaufe ich ihn, weil er hat ganz nice Werte eigentlich. Ist relativ schnell für einen Stürmer und so weiter und so fort. Also habe ich ihn mir halt gekauft und er hat neben Ben Brereton eine richtig starke Rückrunde gespielt. Die haben ein richtig starkes Sturmduo gebildet. Und ja, was wäre in FIFA normalerweise passiert? Fragen wir uns das mal. Er wäre aufgrund seines nicht vorhandenen Potenzials inzwischen auf jeden Fall nicht krass gestiegen in der Gesamtbewertung. Vielleicht um 1-2 oder sowas, oder? Ne? Aber dann nicht weiter. Wenn er trotzdem weiter gut gespielt hätte, wäre er nicht weiter gestiegen. Und das fand ich scheiße. Wie wäre es denn in Real Life gewesen so? Das sieht man am besten an dem Beispiel von Jamie Vardy, finde ich. Er bekam, nachdem er diese krasse Saison damals gespielt hat bei Leicester City, im folgenden FIFA völlig zu Recht eine richtig krasse Bewertung. Also irgendwie plus 7 oder sowas oder noch mehr. Und das, finde ich, fehlt in dem FIFA-Karrieremodus einfach so ein bisschen so, dass wenn Leute gut spielen, dass sie dafür belohnt werden. So, die Leistung ist viel zu nebensächlich für die Gesamtbewertung und das fand ich scheiße. Und da habe ich mir dann einen Weg gesucht, wie man das Ganze ändern kann. Ich wollte es halt so machen, wie es in echt auch ist. Wenn jemand gut spielt, kriegt er im nächsten FIFA eine bessere Karte. Und wenn jemand bei mir in der Karriere eine Saison gut spielt, kriegt er in der nächsten Saison eine bessere Bewertung. Halt. Klar, das Potenzial muss auch noch da sein irgendwo, so ein Mbappé, dass der sich entwickelt, das muss schon noch gegeben sein. Aber ich finde, es darf nicht ausschlaggebend sein. Die Leistung muss auf jeden Fall auch stark mit reinspielen. Das Ganze kann man auf dem PC umgehen, indem man sich die Cheat Engine runterlädt. Da hat jemand eine Tabelle erstellt, wo man gewisse Bewertungen verändern kann, wie man lustig ist. Klar klingt Cheat Engine jetzt so ein bisschen abschreckend und irgendwelche Kiddies könnten das wahrscheinlich auch nutzen, um einfach jeden Spieler auf 99 zu pushen, aber in dem Fall ist das eine gute Alternative, um dieses Potenzial-Ding zu umgehen.
Dementsprechend habe ich Cudlitz nach dieser Saison belohnt für seine Leistungen und habe ihn ein bisschen stärker gemacht. Ich habe aber nicht übertrieben. Ich habe ihn nicht auf eine 85 oder so gepusht, sondern nur so ein bisschen so auf, weiß nicht, ich glaube, er ist mit einer 72 angekommen. Ich glaube, ich habe ihn auf 75 oder so gebracht, nachdem er in einem halben Jahr irgendwie 20 Tore geschossen hat, was schon heftig war. Und das alleine, diese Möglichkeit, bringt meine Karriere dazu, dass ich heute noch im Kader viele Leute habe, die ich seit der ersten oder zweiten Saison habe. Und das finde ich so ein Punkt, den hat man im FIFA sonst nie. Und das finde ich mega cool. Darunter zum Beispiel auch mein Sturmduo, was aus Cudlitz und Brereton besteht. Dadurch entstehen dann quasi auch Legenden in deinem Verein, die du sonst nur durch gescoutete Spieler hast eigentlich so. Also durch Jugendspieler, die sich dann entwickeln und groß werden und sowas. Nur dadurch kriegst du eigentlich solche Spieler. Und sonst verläuft es doch immer so, wenn du in der zweiten Liga startest, egal ob in England oder in Deutschland, dann hast du am Anfang deine Spieler, dann wirst du besser und besser, steigst auf, verkaufst diese Spieler irgendwann und hast am Ende keinen Spieler mehr, den du am Anfang hattest. Und das kann man mit dieser Möglichkeit halt umgehen, dass die sich mitentwickeln, wenn sie auch wirklich gut spielen. So. Ich mache das bei keinem Spieler, der nicht gut gespielt hat. Ich mache das nur bei Spielern, die wirklich gut gespielt haben, wie zum Beispiel Václav Cudlitz. Wundert euch übrigens nicht, warum die inzwischen so heftig sind. Ich habe das wirklich nur über Jahre gemacht und Cudlitz hat komplett abgerissen, auch in der Premier League dann. Deswegen habe ich ihn inzwischen zu einem der besten Stürmer der Welt gemacht, wenn nicht sogar dem besten. Vielleicht kann man das ein bisschen besser dosieren, ich habe es jetzt so gemacht, aber muss jeder selber wissen, finde ich. Ich meine, wenn Vardy so weiter getroffen hätte, dann würde da jetzt auch bei der 89 oder 90 oder so stehen. Und Cudlitz hat halt richtig übertrieben bei mir, der hat dann irgendwann 40 Tore auf einmal gemacht und dann musste ich halt nachziehen, so mit der Bewertung. Klar, das liegt auch daran, dass der FIFA-Karrieremodus im Endeffekt dann irgendwann zu leicht war einfach. Die einzige Herausforderung, die es dann quasi noch gab, war meiner Meinung nach nur die Premier League. Weil in jeder anderen Liga, wo ich aufgestiegen wäre, wäre ich zu 80% dann trotzdem direkt Meister geworden. Das finde ich scheiße. Das hat den Spielspaß nochmal gemindert. Womit ich direkt zum nächsten Punkt komme, den viele von euch aber schon kennen sollten. Und zwar die Slider. Ja, da gibt es mehrere Videos auf YouTube. Aber die meisten, die diese Videos machen, finde ich, machen eine Sache falsch, die mir gar nicht gefällt, so, und zwar stellen die meisten auch Sprintgeschwindigkeit und sowas um zugunsten der CPU. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich das unrealistisch finde, weil ich finde, keine Ahnung, nur weil das Spiel zu einfach ist, darf ein Per Mertesacker trotzdem nicht mit einem Aubameyang mitsprinten dürfen oder sowas, wisst ihr? Deswegen habe ich diese Attribute nicht verändert, ich habe nur sowas verändert wie Torwartfähigkeit, First Touch, Ballannahme und so weiter. Allerdings, damit ich es mir möglichst schwer mache, habe ich die auf die schwierigste Stufe gestellt. Torwartfähigkeit zum Beispiel auf 100. Also das ist wirklich das Schwerste vom Schweren ist. Und das hat tatsächlich ein bisschen was gebracht, muss ich sagen. Und vor allem verteidigen ist mir dadurch ein bisschen schwerer gefallen. Weil die Fehlerhaftigkeit der Schüsse habe ich ja auch runtergestellt beim Gegner auf das komplette Minimum. Und ja, dadurch bin ich definitiv ganz schön anfällig, muss ich sagen. Bin immer im unteren Mittelfeld der Liga, was Gegentore angeht, aber gut. Dafür bin ich offensiv trotzdem noch relativ heftig, was leider nicht so verändert werden konnte durch diese Slider. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall eine bisschen größere Herausforderung. Ich verliere auch öfters mal Spiele, was nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich diese Slider nicht umgestellt, glaube ich. Außerdem ist es mit der Cheat Engine ebenfalls möglich, den Schwierigkeitsgrad ultimativ in den Karrieremodus zu integrieren. Das habe ich bisher aber selber noch nicht ausprobiert, aber in FIFA 19 soll da ja eh enthalten sein. Mal sehen, was das bringt. Aber wie gesagt, die Cheat Engine geht nur für einen PC. Apropos PC. Der nächste Negativpunkt ist, welchen, glaube ich, nur PC-Spieler haben, dass die aktuellen Schuhe nicht geupdatet werden auf PC. Warum auch immer. Auf der PS4, auf der Xbox ist es, glaube ich, so, dass die neuen Schuhe immer mit reinkommen, mit Updates. Auf dem PC geht das irgendwie nicht. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht unglaublich scheiße und hat auch nicht viel mit dem Karrieremodus zu tun, aber ich finde, für das Gefühl ist es schon irgendwie so eine Sache, die so ein bisschen stimmen muss eigentlich, dass mal ein bisschen Variation reinkommt in die Schuhe und sowas. Das ist aber jetzt trotzdem möglich auf dem PC, denn es ist inzwischen möglich, Schuhe einzufügen in das Spiel. Wenn man sich ein bisschen mit Photoshop auskennt, kann man theoretisch auch seine eigenen Schuhe erstellen und die dann ins Spiel einfügen. Das ist möglich mit dem Frosty Editor oder dem Frosty Mod Manager. Ich werde in diesem Video jetzt natürlich nicht erklären, wie das Ganze funktioniert, da müsste ich jetzt viel zu weit ausschweifen. Allerdings gibt es inzwischen die Möglichkeit, eigene Grafiken in FIFA 18 einzufügen. Ich hoffe, das geht in FIFA 19 auch wieder, denn dieses Tool ist für mich, ja, mit eines der wichtigsten, was den Karrieremodus cooler macht. Denn es ist auch für eine meiner Lieblingsänderungen zuständig, die man auf dem PC vollbringen kann. Und zwar neue Trikots jede Saison. Das, was sich 90%
der Karrieremodus-Zocker wünschen, ist, dass es jede Saison neue Trikots gibt. Das ist auf den PC-Seiten einer gewissen Zeit möglich. Man braucht dafür eigentlich nur Photoshop-Geschick und den Frosty-Editor oder Manager. Dann kann man halt loslegen und seine eigenen Trikots zur neuen Saison einfügen. Im Hintergrund seht ihr ein paar Beispiele von meinen Trikots, die ich selber gemacht habe. Ich habe da auch ein bisschen übertrieben und habe inzwischen Vorlagen für mehrere Trikotsponsoren wie Adidas, Nike, Puma, Kappa und so weiter. Außerdem habe ich ebenfalls für die Liga-Konkurrenten dann irgendwer Trikots gemacht, was viel Zeit in Anspruch nimmt, aber irgendwie auch die Atmosphäre ein bisschen cooler macht, muss ich sagen. Wie gesagt, ist nicht wenig Arbeit, hat aber dennoch Spaß gemacht. Zurück zur Cheat Engine. Und zwar eine kleine, aber feine Änderung, die man auch noch mit der Cheat Engine machen kann, was auch überhaupt nichts mit Cheaten zu tun hat, meiner Meinung nach. Also der Name klingt ein bisschen hart. Es ist nicht unbedingt Cheaten. Und zwar kann man mit der Cheat Engine das Aussehen von einigen Spielern verändern, allerdings nur, wenn sie kein Gameface haben. Das heißt, wieder hier ist das Beispiel Václav Kadlec. Der hat am Anfang gar keinen Bart. Und ich habe irgendwie gedacht, so, er wird ja älter irgendwann. Dann mache ich ihm mal einen Bart. Hat dann Vollbart bekommen und eine andere Frisur. Ich hoffe, das sieht man auf den Bildern ganz gut und sowas ist so eine Kleinigkeit, die ich einfach im FIFA-Karrieremodus allgemein ganz cool fände. Wenn FIFA daran denken würde, ey, die Spieler werden ja auch irgendwann mal ein bisschen älter. So ein Alen Halilovic sieht am Ende der Karriere genauso aus wie am Anfang der Karriere oder andere junge Spieler. Klar, das ist ein bisschen viel verlangt, aber es wäre, glaube ich, möglich. Eine andere Möglichkeit, wie man den Karrieremodus noch cooler machen kann, die aber jetzt eh in FIFA 19 enthalten sein wird, ist, dass man die Nummern hinten ändern kann. Ich war ja in der zweiten englischen Liga, da hatten die einen komplett anderen Stil der Nummern und in der Premier League hat ja jedes Team die gleiche Nummer, beziehungsweise das gleiche Design der Nummer und das kann man dann, wenn man aufgestiegen ist, auch übernehmen. Also so ist das dann schon möglich. Außerdem kann man auch den Freistoßstil ändern. Ich finde zum Beispiel diesen Standard-Freistoß komplett langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab vielen den Messi-Freistoßstil gegeben und sowas und finde ich um einiges cooler als diesen Standard-Kram. Außerdem kann man auch einen Jubelstil einfügen, wenn man Bock drauf hat. Da gibt es bestimmte Seiten, wo man rausfindet, welcher Stil was ist und sowas. Muss man sich ein bisschen einlesen. Ich werde dafür, wie gesagt, jetzt kein komplettes Tutorial geben, das wäre ein bisschen viel. Man kann auch neue Positionen für Spieler hinzufügen, das heißt, wenn du irgendwie deinen Spieler sonst wo einsetzen willst, kannst du theoretisch irgendwie einfügen, dass er da spielen kann. Es ist über die Cheat Engine wieder möglich, heißt, du kannst einen rechten Mittelfeldspieler auch zu einem Rechtsverteidiger umwandeln oder sonstiges, was ich eigentlich ganz cool finde. Auch das ist eines von vielen Sachen, die sich Leute eigentlich im Karrieremodus wünschen, was aber nicht möglich ist. Außerdem ist es in der Cheat Engine irgendwie möglich, den Trainer zu ändern. Ich selbst habe es noch nicht hinbekommen, aber es ist möglich. Das habe ich nämlich schon im Video gesehen. Da hat jemand Messi auf einmal an der Seitenlinie von Real Madrid gestellt. Und ich habe direkt nach einem Spieler gesucht, der irgendwie mir so ein bisschen ähnlich sieht, um mich quasi an die Seitenlinie zu stellen, aber es wollte irgendwie nicht so richtig. Aber das ist auch eine Möglichkeit, die einem gegeben ist. Ich hoffe, dass diese Tools zu FIFA 19 so schnell wie möglich wieder erreichbar sind und ich hoffe, das zeigt euch auf, wie viel cooler FIFA eigentlich auf dem PC ist. Also das haben, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm. Man konnte FIFA 18 Trikots einfügen, man konnte in FIFA 17 Trikots einfügen und das wünschen sich viele, aber auf dem PC geht's halt. Deswegen bin ich auch verliebt in die PC-Version, muss ich sagen, und werde sie wahrscheinlich Ewigkeiten auch auf dem PC spielen. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwann mal ändern wird. FIFA versucht immer, dass es nicht funktioniert mit dem Modden, aber es geht noch einigermaßen. So Grafiken einfügen geht noch. Man kann nichts Eigenes erstellen, das ist ein bisschen schade, aber gut. Beispiel wäre jetzt eine vierte Liga gewesen oder so von der deutschen Liga. Kann man inzwischen halt nicht, aber war in FIFA 17, glaube ich, noch möglich. Aber dann haben die das so ein bisschen angepasst, dass es nicht mehr ganz so einfach ist. Auf jeden Fall, ja. Hoffe ich, dass das nächstes Jahr auch wieder möglich sein wird. Nächstes FIFA. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war jetzt ein bisschen viel. Ich habe auch ein bisschen viel gelabert. Ich hoffe, ich kann es irgendwie so zurechtschneiden, dass es sich nicht ganz so scheiße gesprochen anhört, weil ich schon selber gemerkt habe, wie kacke ich noch sprechen kann. Ich überlege mir selber noch, mit wem ich eine Karriere mache und wie. Und ich will es auf jeden Fall cool aufbauen und nicht so eine Standardkarriere, wo irgendwelche Standardtalente gekauft werden, wo nur simuliert wird und sowas. Ich will das cool machen. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis dann. Ach ja, und noch eine kleine Ergänzung. Momentan bin nur ich der Einzige auf diesem Kanal. Eigentlich ist geplant, dass ich das mit mehreren Freunden hier mache. Die wollen momentan aber noch nicht. Ich hoffe, dass ich die irgendwann überreden kann, die Penner. Deswegen wundert euch nicht, wenn irgendwann dann irgendwelche anderen Leute dabei sein sollten. Die werde ich dann wahrscheinlich eh noch vorstellen, aber trotzdem. My sounding drum that is kicking me to
Gig.